Das Buch Esther endet damit, dass dessen beiden jüdischen Protagonisten, die Königin Esther und der zum Minister gewordene Mordechai, einen Brief schreiben an ihre Brüder im ganzen persischen Reich. Einen Brief, in dem sie das Purimfest für alle Generationen der Juden festsetzen. Dieser Brief heißt Worte des Friedens und der Wahrheit. Frieden und Wahrheit. Wie wichtig doch diese beiden Begriffe sind und wie oft sie im Alltag abhanden kommen. Aber das wirklich Besondere liegt nicht nur in diesen beiden Wörtern, sondern in ihrer Kombination, Frieden und Wahrheit. Denn sehr oft stehen diese beiden Begriffe im Widerspruch zueinander. Die Worte des Friedens sind nicht immer wahr und Wahrheit ist nicht immer friedlich. In der heutigen Welt, die nun gänzlich aus den Fugen geraten zu sein scheint, sind diese beiden Worte beinahe vergessen worden. Anstelle des Friedens kam der Krieg und anstelle der Wahrheit die Lüge. Für jemanden, der in Israel lebt, ist das Wort Krieg kein Fremdwort. Es ist nicht einmal ein Jahr her, als Israel unter Beschuss der Raketen aus Gaza stand und Menschen sich in Bunkern verstecken mussten. Es waren ganz andere Ausmaße des Krieges, aber Krieg bleibt Krieg und Hass bleibt Hass und Lüge bleibt Lüge. Was soll dem entgegengestellt werden? Frieden und Wahrheit. Purim verbindet diese beiden Begriffe, macht aus ihnen eine Einheit und lehrt, dass Frieden und Wahrheit nur in einem Zweierpack erworben werden können. Der echte Friede muss wahr sein und die echte Wahrheit friedlich. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. In einem Midrasch heißt es, dass in der Zukunft, wenn die Welt perfekt ist, es keine Feste mehr geben wird, außer Purim. Und Rabbi Eliezer fügt noch hinzu, außer dem Versöhnungstag Yom Kippur. Das mit dem Versöhnungstag ist verständlich. Das ist doch Yom, der Tag des jüdischen Kalenders. Der Tag, an dem Mensch und Gott in Dialog miteinander treten. Aber Purim. Rabbi Levi Yitzhak von Berditschew, ein chassidischer Rebbe des 18. Jahrhunderts, bringt dazu eine erstaunlich einfache Erklärung. Alle Feste, sagt er, gründen auf Wunder. Pessach ist das Wunder des Auszugs und der Spaltung des Meeres. Shavuot das Wunder der Offenbarung zu Gott, das Wunder der Wolken, welche Gott Israel schützend einhüllte. An Chanukka gab es das Ölwunder. Aber an Purim geschah nichts, was die Naturgesetze irgendwie verletzen würde. In keinem Ereignis, die zur Rettung des jüdischen Volks in Persien geführt hatten, gab es etwas Übernatürliches. Gott wird nicht einmal im ganzen Buch Esther erwähnt. Das Wunder von Purim ist subtil. Es ist das Zusammentreffen der einzelnen Ereignisse, das perfekte Zusammenspiel einzelner Elemente, das am Ende zur Rettung führt. Das unterscheidet Purim von allen anderen Festen. Die Rettung von Purim geschah, ohne dass die Gesetze der Natur irgendwie verletzt werden mussten. Das Wunder von Purim lag darin, dass es kein Wunder gab. Genau darin aber, so führt Rabbi Levi Yitzhak seine Idee fort, liegt bereits ein Hauch einer perfekten Welt. Eine Welt, in der keine Wunder geschehen müssen, weil alles aufeinander angepasst und miteinander im Einklang steht. Eine perfekte Welt, eine friedliche Welt. Daher wird Purim in dieser Zukunft als einziges Fest bestehen können, weil es bereits dieser perfekten Welt entspricht. Die perfekte Welt ist aber eine Welt, in der jeder und jede für jeden und jede verantwortlich ist. Diese Idee ist eine der Grundlagen der jüdischen Ethik. Diese Idee der gegenseitigen Verantwortung ist aus dem Judentum nicht wegzudenken. Es ist eine übergreifende Verantwortung, die alle einschließen muss. Wenn es sie gibt und wenn alle Handlungen der Menschen in dieser Verantwortung wurzeln, braucht man keine Wunder. Die Welt würde zumindest, was die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht, auch so perfekt sein. Eine Welt des Friedens und der Wahrheit. Esther und Mordechai verfassen also die Worte des Friedens und der Wahrheit. Doch das Judentum wäre kein Judentum, wenn es nur bei Worten bliebe. Wenn dem so wäre, dann wären die Worte des Friedens und der Wahrheit keine Worte, sondern bloß Wörter. Daher wird das Fest gleich mit Vorschriften versehen. Und eine der zentralen Vorschriften von Purim, vielleicht sogar die zentrale Vorschrift, weil sie die Voraussetzung für alle anderen bildet, ist die Verpflichtung, Armen Geschenke zu geben. Maimonides findet dazu ganz klare Worte. Es ist, schreibt er, für den Menschen besser, für Armen Geschenke mehr Geld aufzuwenden als für das Festmahl und die Geschenke an die Freunde. Denn es gibt keine größere und prächtigere Freude, als das Herz von Armen, Waisen, Witwen und Fremden zu erfreuen.
denn derjenige, der das Herz dieser Armseligen erfreut, ähnelt Gott. Es gibt keine größere und prächtigere Freude, als das Herz der Armen zu erfreuen. In der heutigen Zeit ist es so notwendig wie schon lange nicht mehr. Die Welt um uns herum ist voll von Armen, von Menschen, die schon deshalb arm sind, weil sie ihre Häuser verlassen mussten. An diesen Menschen dürfen wir nicht vorbeigehen. Jeder und jede von uns kann und soll die Möglichkeit finden, diesen Menschen zu helfen, sie zu erfreuen. Und an Purim ist uns dies nicht als frommer Wunsch, sondern als eine Verpflichtung auferlegt worden. Unsere Welt ist nicht perfekt, denn sie bedarf des Wunders. Doch vielleicht kann uns gerade Purim daran erinnern, wie viel in unseren Händen liegt, wie viel wir machen können. Unsere Worte sollen Worte des Friedens und der Wahrheit sein. Und unsere Taten, Taten des Friedens und der Wahrheit. Purim Sameach.